toll. Das ist ja richtig toll. Wir haben das Format gar nicht mehr in Planung. Hä? Wovon redest du? Die Doku-Soap. Du wolltest, dass ich dann nochmal anrufe. So, ja. Du, was meinst du, die Wände Burgund oder Kirschrot? Ist das nicht dasselbe? Ja, irgendwie zwei Farben, ganz komisch, hm? Verrückt. Burgund klingt besser. Und hier bauen wir die Sitzecke hin. Das wird richtig toll. Erstmal die Stars kommen, die ich alle am Set frisiert habe. Dann wird der Laden voll sein, ich sag es dir. Wir brauchen ganz schön viel Startkapital. Nicht nur für die Miete, auch für Versicherungen, Werbung. Und wir brauchen Angestellte. Ja, ist ja wichtig. Ich würde es mir ja auch noch zutrauen. Weißt du, das Auge habe ich ja noch. Aber meine Hände machen einfach nicht mehr so mit. Ich habe die Idee. Wir stellen Azubis ein. Das machen die doch im Filmgeschäft mit ihren Praktikanten genauso. Wir brauchen einen Meister, um den Laden überhaupt aufmachen zu können. Ja, aber den hab ich... Nein, den hast du nicht. Du hast abgebrochen. Wir brauchen jemanden, der ausbilden kann. Weißt du was? Das ist mir alles scheißegal. Hauptsache, ich bin hier die Chefin und abends ist die Kasse voll. Und nicht so wie in deinem blöden Modeladen. Du wolltest den. Ich hab den für dich gekauft. Dafür bin ich dir ja auch noch dankbar. Weißt du, und das Geld aus deiner Kinderserie, das hättest du eh nur verjubelt. Die Produktion hat mich morgen zu einem Gespräch eingeladen. Wer weiß, vielleicht ist da ja was für mich dabei. Hm. Und wenn nicht, gehe ich vielleicht ins Dschungelcamp. Das ist die Lösung. Bekannt bist du doch noch. Weißt du, wie viel Geld man dafür bekommt? Du, die Nietzen, die so eine halbe Million. Oh, ist das alles, was dich interessiert? Geld? Ich gehe da hin und ich höre mir das an. Mehr kann ich dir nicht versprechen. Lass mich meinen Job machen und mach du deinen. Was auch immer das heißt. Du solltest mal wieder über den roten Teppich gehen. Die vergessen dich sonst. That is absolutely great. Awesome. Yeah, I'm so looking forward to participate. I just love your festival. It's such an honor. Yes, it sounds perfect. Okay, let's discuss the schedule later. That'd be great. No, the pleasure is all mine. Okay, we'll be in touch. Have a safe trip. Bye. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du bekommst ein Festival ins Kino? Ja, ist das nicht toll? Das luxemburgische Filmfestival kommt zu uns auf Tour. Du bist dir schon im Klaren darüber, was das bedeutet, oder? Das verändert doch nichts. Mensch, George, du wolltest das Kino abgeben. Ey, du wirst Vater. Ist dir das überhaupt klar? In 7 Monaten wirst du ganz andere Prioritäten setzen müssen. Du brauchst jetzt endlich mal einen Job, einen vernünftigen Job mit Sicherheiten. Was ist denn heute noch sicher? Was soll denn das jetzt alles wieder? Ich bin einfach immer noch der Meinung, dass beides gehen wird. Hey, wir schaffen das schon. Dieses Kino ist ein 24-Stunden-Job, ja? Und am Ende des Monats sind wir trotzdem bei null raus. Wie willst du denn da Zeit für ein Kind haben? Soll ich das alles alleine machen, oder was? Nein, natürlich nicht. Aber andere Paare schaffen das doch auch irgendwie. Hey, George, es ist vorbei. Du musst jetzt damit aufhören. Boah, ey, scheiß doch endlich mal auf Kino und Filme. Mensch, es gibt Wichtigeres im Leben. Du hast zu mir selber gesagt, dass du damit aufhörst, wenn... Du musst einfach positiver denken. Stell dir das doch einfach mal vor. Unser Kind wird in einem Kino aufwachsen. Also, für mich wäre das ein Traum gewesen. Spinner, komm. Meine Eltern warten schon seit einer Viertelstunde im Restaurant. Wir müssen los. Irgendwelche Anrufe? Nee, heute keine Anrufe, keine Korrespondenz, keine Nachrichten. Nicht. Aha. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Aber das in Ordnung ist? Ja, ich bin ja nur hier angestellt worden, weil ich übersetzen soll, aber ich habe sehr wenig zu tun, solange der Prinz in London ist und ich hier. Aber Sie werden ja auch bezahlt. Ja, aber ich hätte gerne Aufgaben. Ich fühle mich hier in Hamburg wie bestellt und nicht abgeholt. Abgeholt? Ja. Abgestellt. Zwischengelagert. Jeder scheint hier was zu tun zu haben, außer mir. Ja, verstehe. Ich würde Ihnen gerne alles erklären, aber dafür müssen Sie schon meine Einladung endlich annehmen. Sie erzählen mir, was hier wirklich läuft, wenn ich mit Ihnen ausgehe. So ist der Deal.
Warum erklären Sie mir nicht, was hier eigentlich gespielt wird? Hier und jetzt. Weil ich dieses Büro nicht mag. Ich bin deshalb so selten hier. Gehen Sie gerne ins Kino? Oh. Ey, ich möchte über meinen Job reden. Und Sie wollen mich anbangern? Nein, ich will mir nur einen guten Film ansehen. Und Ihnen die Chance geben, auf dem Weg dorthin mit mir zu reden. Verzeihung. Ich bin gerade ein bisschen komisch drauf. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Bei mir läuft es gerade privat runter und drüber und ich hatte gehofft, der Job würde mich ablenken, aber das, naja, es tut mir leid. Verstehe. Aber ich kann trotzdem auf gar keinen Fall mit Ihnen ins Kino gehen. Okay. Filmproduktionen zu Svenja Rathke. Haben Sie damit irgendwas am Hut? Mehr oder weniger. Können Sie das mal halten? Klar. Cool. Die Rathke, die ist, glaube ich, nach München. Wieso? Ich habe gestern noch mit ihr gesprochen. Ja, gestern. Gestern von gestern hat mein Vater mal gesagt. Scheiße. Das ist zu kurz. Sagen Sie, wie ist diese Firma hier eigentlich aufgebaut? Ich habe diesen TV-Sender mit den Studios gesehen und dann diese frische Augen mit diesem Doku. Das Lustige daran ist, dass keiner so genau weiß, wie das hier zusammengehört oder funktioniert. Und trotzdem läuft das Ding immer weiter. Was ist das? Das ist ein Spielfeld für eine japanische Gameshow. Ah, für den japanischen Markt. Ja, für das deutsche Fernsehen. Wir wollen mal was anderes ausprobieren. Wenn Sie sich jetzt vielleicht mal in diese Spielfeldhälfte hineinbegeben würden. Boah. So, Besen. Besen? So, und jetzt würden Sie nämlich versuchen, mich mit diesem Besen aus meinem Feld zu drängen. Los, versuchen Sie mal. Sind Sie hier die Spiele erfinden? Oh, okay. Ich kenne Sie doch irgendwoher. Ach ja? Sind Sie auch beim Fernsehen? Mensch! Jetzt merke ich das erst. Sie sind Rebecca, aus Rebecca die Räuberin. Oh, das war meine Lieblingsserie als Kind. Toll. So, weiter geht's. Aber eigentlich wäre das doch die Idee, oder? Ich meine, wir könnten die Sendung mit 10 Promis besetzen. Oh, na, schönen Dank. Ja, wenn mein Konzert angenommen wird, dann lade ich sie zum Piloten ein. Und sie müssten auch nur als Schiedsrichterin mitmachen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Foul gewesen. Warum? Also, weil ich das gerade so beschlossen habe. Also ist das Ganze hier so ein American Gladiators-Ding? Richtig. Aber da gehört noch viel mehr dazu. Diese Besen hier werden nämlich eigentlich Riesendildos sein. Und die Kandidaten bekommen an ihre Hoden so Gewichte dran gehängt, sodass jede Bewegung sehr schmerzhaft sein wird. Und wenn sie dann aus ihrem Feld stolpern, fallen sie automatisch in eine Grube mit Schlangen oder voll von Mäusefallen. Wow, toll. Ich glaube, das ist genau das, was RTL fürs Abendprogramm sucht. Das wird der Knaller. Wissen Sie was? Rufen Sie mich einfach an. Also ich meine, wenn es soweit ist, sagen Sie Bescheid. Okay? Ja, ich rufe Sie an, auf jeden Fall. Alles klar. Gut. Tschüss. Bis dann.